Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Two Point Hospital. In der letzten Folge haben wir hier unseren ersten Stern geholt und sind jetzt noch natürlich dabei, Easy Scan, okay? Sind jetzt dabei, dass wir hier unseren dritten Stern holen, zweiten Stern holen. So, dann machen wir das Upgrade. Was hast du? Nachricht öffnen. Bernhard Splitt hat eine Bitte. Was meinst du? Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich diese geniale Idee, muss dauernd darüber nachdenken, was wenn wir die Leute heilen würden. Wäre das nicht cool? Heile 10 Patienten. Okay, machen wir. Da passiert das Upgrade. Krankenpfleger benötigt. Dann stellen wir nochmal einen ein. Krankenpfleger. Der kann gut Diagnose. Was hat der hier? Behandlung. Wir brauchen Diagnostik. So. Oh, gebrochenes Herz. Also nicht geheilt. Also nicht geheilt, okay. Was machst du da? Einfach mal in den Mülleimer kotzen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ah, nehmen wir den Jacob. So, der kann dann hier auch gleich arbeiten. Und hier fällt mir gerade ein. Ne, da nicht. Ah, wir haben eine Nachricht. Diagnosebeschluss. Unsere Patientin Layla Legend hat alle unsere Diagnosezimmer abgeklappt. Wir sind mit der Diagnose aber nur zu 28% sicher. Behandeln wir. Das machen wir. Ziele. Ach so, okay. Da muss ich hin, genau, weil hier kann ich auch Kudosch können wir hier sammeln. Das machen wir jetzt nämlich auch mal, dass wir die, dass wir hier auch ein bisschen was freischalten können, ne? So, das haben wir alles geschafft. Dann machen wir hier mal weiter. Wunderbar. Jetzt können wir nämlich gucken, was wir noch freigeschaltet kriegen. Entweder für die Zimmer selber. Ist die abgegradet? Nein, die ist noch dran. Jetzt ist sie abgegradet. Wunderbar, dann können wir an die nächste gehen. Machen wir auch ein Upgrade. Können wir noch irgendwas upgraden? Oh, wir brauchen noch mehr solche Zimmer. Dann können wir hier nochmal eins hinmachen. Dann machen wir die Pflanze gerade weg. Plöpp. Zimmer. Arztpraxis. Das war jetzt etwas ungeschickt. So. Da kommt der Arzt hin. Dort das. Waage. Hoppala. Nein, so war das nicht gedacht. Drehen wollte ich die. Ja, damit ging das. Abfalleimer, Feuerlöscher. Oh, es gibt wieder Post. Desinfektionsspender. Und ein Pflänzchen würde ich da auch noch hin tun. Eine Yucca. So,
Skelettmodell. Und das stellen wir mal hier außen hin. Plopp. Poster Erleuchtung. Rorschach-Test. Was haben wir denn noch? Ein Arzneischrank. Eine Lampe, Mülltonne, Trophäenschrank, Rosenstrauch. Anatomisches Modell. Erhöht die Krankenhausattraktivität und das Weiterbildungstempo. Ja, dann schalten wir den mal frei. So. Teppich. Post, was macht denn der Teppich? Erhöht Ausstattungslevel. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Machen wir. So. Viel mehr haben wir jetzt nicht, ne? Doch, 200. Da können wir noch diverse Gemälde. Zertig Goldstern. Machen wir. Silberstern. So. Sind wir fertig. Arzt kommt auch noch rein. Psychiatrie, Behandlung und Diagnose, das ist gut. So. Was haben wir denn hier? Personalherausforderung. Haben wir erfüllt, sehr gut. Diagnosebeschluss 82% sicher. Behandeln wir. So, der will befördert werden, das kriegen wir auch hin. So, wir könnten auch noch wieder welche schulen, ne? So, verfügbare Kurse, was haben wir denn? Diagnostik machen wir mal. Machen wir Schwester, Pfleger, Doktor. So. Bilde 6 Mitarbeiter weiter. Ah, gut. Ist auch noch eine Aufgabe, die haben wir dann auch gleich erledigt. Hier haben wir noch keine Warte. Bänke. Wo ist sie hin? Einfach weg. Achso, da habe ich die Palmen, die Yucca einfach hingestellt. Ist natürlich auch nicht ganz Ziel der Geschichte. So. Können wir eigentlich auch da hinten wieder stehen lassen, ne? So. Dann könnte ich hier noch ein Süßigkeitenspender hinmachen. Machen wir mal 2. Und einen Trinkbrunnen daneben. Da sind auch schon wieder 6 Patienten. Post hat's gegeben. Kelly Dynamite kann bis zum nächsten Rang befördert werden. Ja, das machen wir. Wir wollen ja glückliche Mitarbeiter. Machen wir halt noch ein Zimmer hier hin. Nein. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. So, Waage. Abfalleimer, Feuerlöscher, falls es mal brennen sollte. Desinfektionsspender.
Kaffeemaschine. Bücherregal sieht immer wichtig aus. Haben wir nur keinen Platz für? Dann nicht. So, Pflänzchen. Das anatomische Modell können wir da noch hinmachen. Teppich. Sehtest. Und Rorschach hätte es ja eigentlich eher Psychologie, ne? Ernährungsposter, Zertifikat, immer wichtig. Oh, geschätzter Krankenhausleiter, ein 2-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Größere Erfolge schüren höhere Erwartungen. Alle wollen ihren Anteil. Ja. Okay, fortfahren. Silberstern machen wir gerade dran. Anschlagbrett können wir hier noch hinmachen. Uhr. So, Posteranatomie, das können wir auch mal freischalten. Nein, 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 nein. So. Okay. Einstellen Arzt. Diagnose. Und Behandlung. Ist der hier ganz gut? Was hat der hier? Allgemeinmedizin. Patientenbetreuung. Allgemeinmedizin ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? So. Ah, es gab wieder Post. So. Diagnosebeschluss, 90%, das geht klar. Er wird befördert. Personalherausforderung. Ich wollte schon immer mal eine Menge Geld vor mir haben. Ich wollte jetzt nicht darin wälzen. Ich bin ja kein Freak. Ich wollte es einfach mal mit eigenen Augen sehen. Verdiene 100.000. Okay. Beförderung. Machen wir. So. Besuch des Bürgermeisters. Bürgermeisterin Tabitha Windsock plant eine Reihe von öffentlichen Auftritten, damit die Wählerschaft endlich das Gesicht zum Namen kennenlernt, beziehungsweise den Namen zum Gesicht. Ihr Team hat angefragt, ob er gerne einer der Standorte für diesen wichtigen Gesichtsnamensassoziierung wären. Sollte das Krankenhaus Sie beeindrucken, wäre es sicher gut für unseren Ruf. Ja, machen wir. Ja, Weiterbildung gucken wir gerade mal. Kann ich das Ding upgraden? Jawohl. Sobald er da fertig ist. Kurs starten. Diagnostik 1 können wir auch nochmal weiterbilden. Machen kann das Dr. Edward. Ah, Pfleger Wilbur. Facharzt. So, starten wir den Kurs. Was können wir denn hier noch upgraden? Ach, die Diagnosestationen, ne? Die ist dir geht's nicht gut.
Oh, und sie stirbt. Nicht schön. Brauchen wir hier noch einen weiteren. Ist besser, glaube ich. Stellen wir da noch mal ein. Krankenpfleger. Da hat jemand gefurzt. Was hast du? Ausdauertraining. So. Nicht erwischt die Monobraun. Schade. Wieso hat er hier so wenig und sie so viel? Er wird gerade abgegradet. Deluxe-Entleuchter haben wir gerade nichts. Oder haben wir da keinen Arzt drin? Sehr gut, die können wir auch gerade upgraden. Der trinkt eh gerade Kaffee. Da passt das. Oh, und wir haben wieder Post. Psychiatrischer Notfall. Wurden in Hemden, müssen anderorts behandelt werden. Herr Heilefährt mit Entenschnute. Psychiatrie, okay. Diagnosebeschluss. 75 machen wir trotzdem. Beförderung. Geht auch klar. Verdiene 100.000. Haben wir geschafft. Okay. Ziel erfüllt. Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres Grundstück. Dann nehmen wir mal das hier. Tut mir ja leid für euch. Ihr müsst leider ausziehen. Du kannst die Position eines Patienten in der Warteschlange ändern. Ja, das weiß ich. Der ist immer noch am Upgraden. Der ist am Warten. Ich glaube, wir brauchen da noch mehr Psychiatriezimmer. Oh, die sieht nicht gut aus. Brauchen wir noch einen Hausmeister, oder? So. Geräte-Upgrade zu installieren. Kann länger arbeiten. Nehmen wir den David. Lustig geborener Mentor, motiviert, hat keine feste Meinung über Nachtschattengewächse. So, dann darfst du hier die nämlich gießen. Ja, wir brauchen Psychiatriezimmer, ne? Das machen wir dann doch mal. Psychiatrie. So. Das hätten wir schon mal. Abfalleimer sowieso, Feuerlöscher eh. Ohne den geht gar nichts. Desinfektionsspender braucht er wahrscheinlich gar nicht so unbedingt, aber machen wir mal rein. Trinkbrunnen können wir auch mal einen reinmachen. Für den Fall, dass da der Durst hat. Bücherregal. Schieben wir das nochmal weiter rüber. Und dann passt das hier auch. So. Pflänzchen. Ist nie ein Fehler. Teppich. So. Rorschach-Test.
Beim Psychologen macht er durchaus Sinn. Zertifikate sind immer gut. Uhr. Das ist der Psychiater. Oh, Kamin. Können wir aber nicht freischalten. Diagnosebücherregal. Ah. Das machen wir dann mal rein. Dann müssen wir aber den hier gerade verkaufen. Dann kommt da so einer hin. Sichtschutzlampe, Mülltonne, Schrank. Enthält Kekssorten und Toilettenpapier. Okay. Ja, mehr geht erstmal nicht. Dann brauchen wir einen Arzt, der Psychiatrie kann. Behandlung. Haben wir nicht wirklich einen? Objekte. Bank. So, was hier auch nicht unwichtig ist, sind natürlich Toiletten. Die werden wir aber in der nächsten Folge bauen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.